Die neuen Abenteuer von Connor und Lieutenant Anderson. Wir beginnen einen neuen Abweichlerfall. Klopfen wir mal an, los geht's. Gerade begonnen damit. Ein seltsames Geräusch war da am Start. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber was genau hat das zu bedeuten? Dass da einer flüchtet? Na, hier sieht's ja aus. Ich soll hinter ihm bleiben. Aber ich könnte trotzdem vorangehen. Nein. Was zur Hölle ist das denn? Wow, 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 wow. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Ein Vogelmessi oder Tiermessi. Das ist übertrieben. Das ist aber auch für die Tiere nicht schön. Also egal, was für eine Tierart. Hat man schon öfter gehört davon, dass Katzen in Massen gehalten werden oder Hunde. Das ist krankhaft. Das sollte man keinem Tier so antun. Die fühlen sich alle nicht wohl. So viel Vogelfutter kannst du da gar nicht hinschmeißen. Die kommen nicht weg? Nee. Ich scanne mal die Gegend, vielleicht gibt es hier irgendwas Spannendes. Ja, doch, ein bisschen. Ich brauche frische Luft. Nehme ich mal keine Rücksicht auf ihn. Anschauen, was haben wir hier? Synchronisierung, Militärjacke, Secondhand, Initialen RT. RT. Vermutlich. Ja, Secondhand. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter für ihre Erstklässler. Wenn es auch Secondhand ist, sind das Maden. Nee, oder Blätter? Probe? Probe? Ach, hier. Okay, da hat sich die LED abgerissen. Gut, es wird schon gesagt. Deaktiviert 2038. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Blaues Blut, Modell WB200. RA9. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. What? Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Zwanghaftes Schreiben, in der Tat. In der Dusche war das. Warum soll ich den denn analysieren? Holzhocker, kürzlich umgestoßen, Spuren von Vogelfäkalien. Was du nicht sagst. Und der zweite Hinweis hier. Geöffneter Textmarker, noch feucht, kürzlich benutzt. Farbe Mitternachtschwarz. Rekonstruiere mal. Also. Ach, da wurde hin... Ach, da wurde gerade geschrieben. Und dann kamen wir quasi rein. Verstehe. Ins Wohnzimmer gerannt. Das müssten die Vögel doch alle schon aufgeregt haben, oder nicht? Da vorne was? Ja, da ist einiges. Analysieren wir diese Voliere? Oder sagen wir Vogelkäfig? Handabdruck frisch, Spuren von Vogelfäkalien, keine Fingerabdrücke. Hand, aber keine Fingerabdrücke. Verstehe. Verzinkter Stahl. Ist vielleicht nicht so spannend. Metallhaken zerbrochen.
Rekonstruieren. Das ist eine coole Fähigkeit von Connor, definitiv. Das Ding hing hier. Ist zur Haustür gerannt. Ah, 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 da war was. Hat gehört, wie wir reingekommen sind. Und ist noch hier. Oh, oh, oh. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich weiß das, aber es gibt noch Hinweise. Und für die 100% am Ende ist es vielleicht wichtig. Was hat er gesagt? Echte Bücher. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Warte, noch irgendwas? Sind noch Punkte, also das gucke ich mir auf jeden Fall an hier. Was es Leckeres gibt. Versorgt wilde Tiere. Er hat angeblich anscheinend ein Herz für Gewimmel, aber wie gesagt, die fühlen sich auch nicht wohl. Vogelfutter. Ich fass es nicht. Dieser Irre hat tatsächlich die Viecher gefüttert. Verdächtiger ist nichts. Ach was, Android halt. Ja, dann gehen wir mal hinterher. Was haben wir hier noch? UFD? Immer noch besser als AfD. Felder im Herzen der Stadt. War nur ein Witz, liebe Leute. Poster einer Urban Farm. Zwei Hinweise hier. Auf dem Poster. Fruits and Vegetable in Town. Are in Town wahrscheinlich. Recyclingpapier kürzlich bewegt, Posterecke. Was sagt mir das? Das dahinter? Okay. Etwas Brauchbares liegt. Thema Bücher, nicht wahr? Erstmal schmökern. Er ist noch hier oder so. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. So, ich glaube, dann sind wir durch und wir kommen zum spannenden Teil. Hoch da. Ja, das kommt mir bekannt vor, natürlich. Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Aber echt! Dich kriege ich, mein Freund! Ja, renn! Verdammte Axt! Im Gegensatz zu Kara lasse ich dich nicht entkommen. Einfach aber langsam, schnell aber riskant. Schnell aber riskant, würde ich sagen. Kann ich das denn wehren? Riskant funktioniert ja bislang immer. Direkt aber überlaufen, ja. Das wäre halt der Witz, wenn gefährliche Wege mit mehr Quicktime-Events bestraft werden, sozusagen. Wo ist er denn? Da, 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 da. Verdammte Axt. Schneller, aber riskant. Gefahrloser Umweg. Ja, da oben. Warum soll das riskant sein? Frage ich mich. Ah! Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe noch relativ gut, was? Klasse gemacht. Natürlich. Ach du Scheiße.
Jetzt ist Anderson auch weg. Aber die ganze Gegend, dann müsst ihr halt echt mal erst aufbauen. Als Entwickler. Gib endlich auf! Das kommt davon, wenn beide direkt aber überlaufen. Wenn beide nicht die Puste irgendwie ausgeht. Damn it. Ich kenne mich hier halt nicht aus. Ist das Mais? Wow, nicht schlecht. Wie hat er denn... What the? Rette den. Rette ihn. Ein Menschenleben ist wichtiger. Scheiße. Oh, scheiße. Wir hatten ihn. Verdammt. Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Ist nicht gesagt, dass Hank gestorben wäre. Hätte sich vielleicht hochziehen können, aber... Nichts. Danke heißt das Wort. Keine Ursache, gern geschehen. Mann. Ja, aber ich war mir nicht sicher. Ich hätte nicht... Rupert heißt er. Hank retten. Wie viele haben das gemacht? 66%. Und obwohl nur 66% gesagt haben, Hank retten, ist er bei 75% trotzdem entkommen. Aber ich konnte das nicht. Stell dir vor, der stirbt. Das will ich nicht. Weiter geht's. Bei Marcus. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Okay, Android? Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Seid ihr frei? Sich verstecken, nur um zu überleben, das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Und Jericho? Gibt's das schon lange, oder wie ist das? Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Naja, es ist schon düster oder verloren. Ich kam nach Jericho auf der Suche nach Hoffnung. Aber sie hat wohl auch diesen Ort verlassen. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Definitiv ein merkwürdiger Ort. Erkunde Jericho. Jericho, Entschuldigung. Mein Denglisch. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus.
Ist die jetzt gerade gestorben? Wenn man hier vom Sterben reden kann, natürlich. Ja, mach mal. Ich denke mal, Androiden können im Dunkeln sehen, aber... kann doch trotzdem nicht schaden. Ich gehe diesen Weg zuerst. Hallo? Dann eben nicht. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Das ist wirklich kein hoffnungsvoller Ort. RA9, erzählt mir mehr darüber, bitte. Dass ich als Marcus, ich als Spieler, mehr darüber weiß. Ihr macht's auch mal an, kann nicht schaden, würde ich sagen. Bringt am Ende sogar noch was. Oder sehen wir vielleicht sogar immer Dinge, wenn wir das Feuer anmachen. Kiste bereits geleert. Ach was. Was gibt's hier zu analysieren? QR-Code vor allen Dingen. Cyberlife Lager und Docks West Dorrance Avenue. Route wird berechnet. Das gilt als fertig erkundet jetzt. Warum auch immer, wir machen auch hier an. Vielleicht bringt es am Ende was. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich schon dabei bin, dann mache ich das auch. Zeit hier. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Erzähl über dich. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Die sind echt komisch, wenn sie unsere Fragen nicht mal beantworten. Bist du verwundet? Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Dass man nie alle Dialoge durchschauen kann, muss ich mir für den zweiten Run aufheben. Wenn ich mir merken kann, was genau ich da gefragt habe und was nicht. Ihr seht auch ziemlich Stand-by-mäßig aus. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Sein Ernst? Ist das sein Ernst? Och, Spiel. Was? Du kamst doch auch da rein. Geh raus, es ist mehr als genug Platz. Boah, was ist das denn? Ihr wisst, die nehmen immer so einen riesen Umweg und können manche nicht umgehen. Was? Ich kann natürlich in die Richtung tippen, aber er geht nicht.
Weil ich zu nah an der dran stehe. Kannst du bitte weggehen? Das ist dein verdammter Ernst. Er geht da nicht raus, er weicht immer zurück, wenn ich da hingehe. Ich halte in die Richtung und er geht sofort. Ich verändere meinen Control-Stick nicht. Ich halte nach unten links. Hauptsache du kommst rein, aber nicht mehr raus. Na, es ist jetzt natürlich halt echt. Wunderbar. Mal sehen, wo ich lande, wenn ich wieder neu starte. Bist du Lucy? Setz dich. Zeig mal. Was geht hier vor sich? Ich stoppe die Blutung. Sie sieht aber creepy aus, ne? Mit ihrem Gehirn. Trink das. Offenen Schädel. Okay. Blaues Blut, welches mir fehlt. Gönn dir. Unbedingt fragen, was mit ihr los ist. Ich will antworten. Gib mir deine Hand. Okay. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Ist die jetzt ein besonders krasses Modell oder so? Da hängen auch die ganzen Schläuche. Hast du alle Ersatzteile parat oder was? Lass mal reden. Na gut, bevor ich mich hinter die Bagge. Ich erkunde das nochmal kurz zu Ende. Weil es blieb ja nicht gespeichert. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Okay, dann habe ich jetzt Zeit, die anderen Optionen auszuprobieren. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. So, ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles wieder gemacht. Mit ihr geredet.
Jetzt keinesfalls zu der einen hingehen. Ja, an die Ecke. Warum auch immer das so tödlich ist. Aber auch sonst alles an Feuer entfacht. Also. Ich kann jetzt. Ah, jetzt geht die da weg. Jetzt gehen die da weg. Oh. So ein Blödsinn hätte ich erstmal da probiert. Aber okay. Und du? Bin in einem üblen Zustand, was? Nein! Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Traurig, traurig. Hier noch Gesprächsbedarf? Nee, aber was ich halt gut rausgefunden habe jetzt war, wer hat das hier begonnen und das weiß niemand mehr. Kann niemand mehr nachvollziehen. Wer weiß, ob einer der Ältesten, die sich da hat abschalten lassen, eventuell mehr gewusst hätte. So, das Letzte, was ich noch untersuchen muss, ist da vorne die Kiste. Oder beide Kisten. Dann müsste ich ein Häkchen bekommen für Jericho untersucht. Ja, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Unterbreite Simon einen Plan. Der steht hier in der Mitte, nicht wahr? Was für ein Plan? Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Zeit zu entscheiden. Markus hat einen Plan ausgeheckt. Gut, ist ein kleines Kapitel, aber so gut wie alles gemacht. Es werde Licht. Ich habe alles angemacht, 86%. Alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wie auch immer es weitergeht. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis zum nächsten Mal bei Detroit Become Human. Bis dann und ciao!